So, da gehen wir raus auf den Sitz, dass der Boden zur Landwirtschaft gehört, das ist hier der rein fruchtbare Boden am besten. Chris, auf wem stehst du dann am Moment? Ich bin ganz gut froh. Du siehst es, ohne Boden keine Landwirtschaft. Und für uns das ein bisschen zu erklären, wenn du mit dem Lach auf sich hört, du hast den Thomas Weyer bei uns, Professor für Bodenkunde. Herr Weyer, erklär das, für was wir an einem Lach stehen. Ja, der Boden ist die Basis für die Landwirtschaft und die Basis für gutes Wachstum. Und wir wollten einmal zeigen, wie der Boden hier aufgebaut ist, hier in der Aue der Alzette. Wir sehen einen Schwemmlandboden, einen braunen Auenboden, sehr fruchtbar, geprägt mit organischer Substanz oben, sehr vielen Nährstoffen. Und von unten wird das Ganze noch mit Grundwasser gespeist sozusagen. Also hervorragende Voraussetzungen für gutes Wachstum. Und das sieht man an den Gräsern, die hier wachsen, an dem Klee, an der Seite. Das ist ein sehr fruchtbarer Standort. Wir haben hier verschiedene Bezeichnungen. Können Sie uns die mal kurz erklären? Ja, das bedeutet, wir haben einen humosen Oberboden, der ist deutlich brauner, dunkler gefärbt als der Unterboden. Und diese M-Horizonte sind ein Zeichen, dass hier also sedimentiert wird. Der Fluss bringt immer neues Sediment mit. Und die werden dann so ein bisschen abgestuft. Und GO steht für Grundwasseroxidation. Also das Grundwasser spielt hier eine Rolle im, sozusagen in den Jahreszeiten, wo es höher ansteht oder dann wieder abfällt, im Sommer insbesondere. Majo, Camille, ich meine, hier lehre den auf alle Fälle etwas. Es lohnt sich, hier hinzukommen. Ich weiß nicht, bleiben wir noch ein bisschen hier stehen oder sollen wir raufgehen? Ja, wir können gerne noch hier weiter stehen bleiben. Okay. Wir bleiben noch ein bisschen hier am Lach. Camille, ich meine, wir haben es gelehrt. Zurück bei dir. Der Chris aus dem Lach. Nicht schlecht. Ja, auf alle Fälle ganz interaktiv dargestellt. Also wird kann auf Lot dann mal hier stark drinnen zu gehen an den Boden. Ansehen verschiedene Schichten zu analysieren.